Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein letztes Mal darf ich Sie mit meinem Kollegen Markus Klein im Anschluss an die Untersuchungsausschusssitzung über den Verlauf der Beratungen informieren. Zunächst darf ich Sie darüber informieren, dass der Untersuchungsausschuss seinen Auftrag als erfüllt ansieht. Wir werden diese Ordner, die jetzt noch in Form gebracht werden, dem Parlament zuleiten, sodass dann im September, 18., 19., 20., genaue Planung ist da noch nicht fertig, dieser Bericht debattiert werden kann. Noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Wir hatten jetzt insgesamt also 47 Sitzungen, hatten knapp 300 Stunden Sitzungszeit. Davon entfielen auch 254 Stunden auf öffentliche Sitzungen, der Rest waren dann nicht öffentliche bzw. vertrauliche Sitzungen. Wir haben insgesamt 226 Zeugen vernommen, manche davon mehrfach, Sie haben das alle mitbekommen. Und wir haben insgesamt 23 Sachverständige vernommen, davon drei Stück dreimal. Es wurden insgesamt über 1 Million Daten ausgewertet mit einem Umfang von 500 Gigabyte. Mir ist es heute nochmal ein ganz besonderes Bedürfnis, Danke zu sagen den Ausschussmitgliedern, die wirklich alle diesem gemeinsamen Ziel von Anfang an verpflichtet waren. Und ich bin wirklich auch stolz, auch gemeinsam mit Markus Klein, dass das in einer sehr angemessenen Art und Weise passiert ist, diese Katastrophe angemessen aufzuklären. Und das ist was, wo wir, glaube ich, schon auch als Parlament, auch im Abgleich zu anderen Untersuchungsausschüssen, zufrieden darauf schauen können, dass das bei so vielen Menschenleben, die verloren gegangen sind, angemessen geschehen ist. Ich möchte mich auch bedanken, und es ist ein ganz besonderes Dankeschön, beim Ausschusssekretariat bei der Landtagsverwaltung, das ist wirklich fast übermenschlich, was da geleistet wurde, wie viel Energie, wie viel Lebenszeit da reingeflossen ist, diesen Ausschuss, der ja eine extreme Taktung hatte mit zum Teil wöchentlichen, teils auch mehrtägigen, über viele Stunden gehenden Sitzungen, wie die das geschafft haben, uns auch von Woche zu Woche immer wieder so vorzubereiten, die Protokolle zu fertigen in Rekordzeit, dass wir unsere Arbeit machen konnten. Die besondere Verantwortung, da ist unsere gemeinsame Hoffnung, dass wir den Menschen im Ahrtal, die von dieser furchtbaren Katastrophe betroffen waren, gerecht geworden sind. Wir haben alles, was in unserer Kraft stand und steht, dafür getan. Und an dieser Stelle darf ich Ihnen noch sagen, dass dieses Werk, damit Sie wissen, wie es jetzt weitergeht, jetzt in Form gebracht wird. Wir haben die Sondervoten heute beschlossen, wir haben das Mehrheitsvotum heute auf den Weg gebracht. Das alles wird jetzt in einen Bericht formatiert, in Form gebracht, natürlich nochmal gegengelesen. Und dann ist die Planung, dass am 2. August der Gesamtbericht mit den entsprechenden Voten veröffentlicht wird. Und wir haben an diesen Voten, haben auch die Fraktionen bis zuletzt gearbeitet. Ein Votum ist heute erst vor 3,5 Stunden eingegangen. Deswegen ist jetzt auch die Herausforderung für das Ausschusssekretariat nochmal besonders groß, das nochmal alles zu checken, dass da die Spielregeln eingehalten sind, ich sag mal Persönlichkeitsrechte etc. gewahrt sind. Ja, so viel kann ich Ihnen zum weiteren Ablauf sagen. Und zur heutigen Sitzung.